Metallscherben, ein Sägezahnherz, Kühlsaft, Lohe, Draht. Zwischensequenz. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein, folge mir. Und wenn, dann war es echt gut, finde ich. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folg mir. Was? Zurück? Nein, oder? Achso, wir dürfen hier wahrscheinlich erst rein, wenn wir die Erprobung hinter uns haben, ne? Aber naja, wenn sie wirklich dem Stamm... Es dämmert. Oh. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ja, ich verstehe die Lektion. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Okay, warte, ich komm mit. Oder wir sehen uns in Mutterherz. Wir sehen uns. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Ja, sie muss jetzt lernen, auch eine Teamplayerin zu werden, ne? Wenn sie wirklich dem Stamm beitritt. Das bleibt nicht aus. Gut, der Kampf war jetzt aber wenig spektakulär, weil recht taktisch. Wie weit ist es denn? 403 Meter. Und wir haben einen Level Up. Nice. Wir gucken mal kurz nach den Fertigkeiten. Was nehmen wir denn? Lautlos zu erledigen, größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Das wäre nicht schlecht eigentlich. Weil jetzt, wo wir größere kriegen... Okay, da können wir springen und sind lautlos. Lange Ausweichrolle, kurze, stiller Sprint. Nicht so schnell bemerken. Starker Schlag, 30% mehr. Ich guck mal eben, was die Ziele hier sind. Obwohl eigentlich würde ich eher sagen, können entschärft und neu verwendet werden, ja. Mehr Munition mit derselben Rohstoffmenge. Und Chance auf mehr Dings. Ich bin eigentlich noch fürs Plündern, weil ich glaube, das wird uns jetzt, wenn wir es jetzt am Anfang skillen, das ist dann auf die Dauer des Spiels, da kommt halt doch einiges dann zusammen, ne? Dass wir immer genug Krempel und so haben. Okay, und ich wollte noch nicht mit Rost mitgehen, sondern den Weg hier selber nochmal laufen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht auf dem Weg noch so das ein oder andere Vieh vielleicht erlegen können und mitnehmen, um ein bisschen zu leveln, aber auch um... Wie die zum Beispiel, aber die haben wir ja schon mal, ne? Auch um Rohstoffe zu kriegen. Vor allem auch hier für die Feuerpfeile und so. Weil ich glaube, da werden wir wahrscheinlich wir es kurz.
Oh. Ich habe ihn sogar getroffen, das ist ja verrückt. So, das war erstaunlich, wie ich finde. Ich wusste gar nicht, dass er da ist. Durch Zufall erwischt. Nice. Aber siehst du, jetzt können wir hier zumindest mal ein bisschen noch mal was mitnehmen auf dem Weg nach Mutterherz. Mutterherz war es, ne? Den ganzen Gemutter hier finde ich die Übersicht, ja. Was ist denn da? Ein Fuchs? Ein Füchschen. Guck mal an. So, 21 haben wir. Ja, das sieht ganz gut aus. Das ist nicht das Schlechteste, da was man machen kann. Wer denn? Wer kommt wo? Da hinten. Gobbel, gobbel. Die da hinten könnten wir auch noch mitnehmen. Hier liegt aber noch einer, guck mal. Uah, Regen. Nee, im Regen will ich jetzt nicht kämpfen. Das ist ja ein fieses Wetter. Igidigit. Hier sind Wegweiser, das heißt doch, hier ist bestimmt auch ein Weg. Ja, aber... Ah, der geht da lang, okay. Gut. Na, ich hoffe gerade, es schießt mir so durch den Kopf hier, ob der Videocodec... Noch mehr Regen. Ja. Meine Stiefel werden ganz nass. Ja. Ob der Videocodec den Regen so mitmacht. Na, ich weiß es nicht. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer optimaleren Lösung hier. Zum Aufnehmen also, ne? Gehen wir mal ein bisschen Fersengeld. Ich glaube, wir sind gleich da, aber na, hat es sich gelohnt? Vielleicht, ich weiß es nicht. Die paar Viecher, die wir da erledigt haben, ging aber auch erstaunlich einfach. Wir sind auf jeden Fall gleich da, wie es aussieht. Aloy. Oh. Wir müssen reden. Oh, das klingt nicht gut. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Ja, da ist noch einiges, und zwar... Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Och, der arme Mann. Ist also sozusagen die Hauptstadt hier. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rust. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht.
Nun gut. Sind wir bereit? Wir sind bereit, oder? Na dann. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Na, super. Genau, dann auf nie mal Wiedersehen. Ich verstehe. Ja, ich verstehe auch, aber, wir sind Aloy, wir sind hartnäckig und wir werden ihn natürlich suchen und finden. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Genau, fürs Erste. So sehe ich das auch. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Hehehe, das klingt nach einem Plan. So hätte ich Aloy auch eingeschätzt. Und ich glaube auch nicht, dass wir Ross jetzt hier zum letzten Mal gesehen haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gut. Wo geht's hier links und rechts lang? Nirgends. Das heißt, wir werden jetzt Mutterherz betreten. Ich bin schon ein bisschen nervös, wie es daran aussieht. Also gespannt. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht hier offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Das Gute an Aloy ist, sie stellt immer die richtigen Fragen. Rede mit deinem alten Freund. Was ist denn da unten eigentlich auf den Trankflächen? Guck mal, links und rechts. Fällt mir das jetzt auf. Egal, gucken wir uns später an. Ich wünschte, wir könnten jeden Abend zu feiern. Nicht nur zu besonderen Anlässen. Na, hier steppt ja der Bär. Wir können alle grüßen. Hi. Okay, ganz schön laut hier. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem alten Freund. Wer auch immer das ist. Ah, hier können wir einmal speichern. Das schadet nicht.
Ich dachte schon, sie war das. Hallo? Bitte nicht jetzt. Was sollten Sie denn auch anstellen können? Aloy! Du bist es, oder? Ach. Hier drüben! Guck mal an. Tipp, der ist es. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Guck mal, Nora Kriegerin. Oh, Outfits. Nora Kriegerin. Ungewöhnlich. Also Rüstung einer Nora Kriegerin, genäht von Tepp mit von Aloy entworfenen Details. Bietet keinen zusätzlichen Schutz, kann aber verbessert werden. Cool. Wir könnten uns durchaus noch was leisten. Ach, guck mal, da rechts diese ganzen Nora-Überlebende leicht tauschen gegen bla bla bla. Ist kostenlos. Wir lassen es erstmal beim Kostenlosen, ne? So. Ausrüsten, ja bitte. So, Schatzkisten, eine Gratis-Probekiste, die kaufe ich auch. Zurückkaufen. Jetzt können wir auch mal verkaufen gucken. Rohstoffe. Das ist ja Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Ich kann noch mehrere verkaufen direkt, ne? Mit hier. So, und das ist, hieraus können wir alles was herstellen. Waffen brauchen wir nicht. Outfits haben wir jetzt 2. Ah. Es tut sich doch ein bisschen was. Und wir können Modifikationen da rein. Patschen kann nicht verkauft werden, lese ich da gerade. Na gut. Ja. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Okay. Für wen hält sich diese Kaja eigentlich? Komm hierher nach einem... Hier gibt's doch... Sie getan haben, ne? Hier gibt's doch überall Betrunkene, ne? Was liegt denn da? Ein Händler? Er bei einem Sieg um einen Fruchtbarkeitssieg. Interagieren. Aber nicht mit seiner Freundin, sondern der Schwester. Unglaublich. Okay. Ich kann... Was willst du denn? Hey, ich stehe hier. Hey. Was? Ich kann mich hier wärmen. Was? Diese Hitze macht mich fertig. Sie ist stark. Bla 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 bla. Das ist wohl ein Händlerzeichen. Und es ist ja schon auffällig, dass jetzt die Kaja hier auch hinkommen, ne? Wenn die seit Jahren nicht mehr da waren, gerade jetzt. Oh. Stimmung. Oben rechts ist übrigens unsere Erfahrung, sehe ich jetzt erst.
lustig, aber jetzt auch nicht so, genau. Interessant trifft es auch ganz gut. Nicht so spannend, aber. Und laut. Sehr laut. Hier können wir uns wieder wärmen. Es wird dunkel, oder? Diese Hitze macht komm da runter! Du bist schon betrunken! Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Komm da runter! Sofort! Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle! Ich will, dass du da runterkletterst! Du willst, dass ich niemand Spaß habe! Besoffen Dächer reparieren klingt doch nicht nach Spaß. Ganze Nacht auf dem Dach! Ja, mache ich! Bei der Erprobung war ich nüchtern. Hätte klappen können. Die sind verheiratet, glaube ich. Kommen wir hier eigentlich auch rein? Sollen wir etwa vergessen, was die Kaja unserem Stamm angetan haben? Urmutter, gib mir Kraft! Wer klettert besser als die Kaja? Hilfe, bitte mir nicht auf den Kopf kotzen hier.